Guten Morgen, Deutschland. Wie weit sind Regierungen bereit zu gehen? Wie weit sind demokratisch-liberale Regierungen bereit zu gehen? Das interessiert mich heute Morgen mal. Da möchte ich gerne mal eure Kommentare hören. Die könnt ihr mir gerne mal hier drunter unter dem Video reinschreiben. Was glaubt ihr, wie weit würden diese Regierungen, diese Demokraten, diese Liberalen gehen, um ihre Ziele zu erreichen, zum Beispiel eine Impfpflicht durchzusetzen? Warum rede ich da heute Morgen drüber? Nun, wir alle wissen, was in den letzten Wochen in dem demokratisch-liberalen Kanada passiert ist, liebe Leute. Ich habe diese Thematik im Video noch nicht aufgegriffen, aber natürlich in den sozialen Kanälen, auf Telegram, auch oft genug thematisiert. Aber jetzt ist es auch mal an der Zeit, gerade weil gestern Abend in Kanada etwas, ja, meiner Meinung nach Erschreckendes passiert ist, das ganze Thema auch mal im Video aufzugreifen. In Kanada haben sich vor mehreren Wochen Menschen zusammengetan, Trucker zusammengetan und sind losgefahren nach Ottawa, um zu protestieren. Zu protestieren gegen die Impfpflicht in Kanada, für die Freiheit, für die Eigenverantwortung, für die körperliche Unversehrtheit. Und in den Medien global auf der ganzen Welt wurde das erstmal als eine verschwindende Minderheit dargestellt. Ähnlichkeiten zu Deutschland wären rein zufällig, was die Spaziergänge angeht. Aber das ist ein anderes Thema. Wir wollen ja heute Morgen über Kanada reden. So nach und nach kamen dann die Bilder natürlich durch die sozialen Netzwerke und alle Menschen stellten fest in den sozialen Netzwerken, so eine Minderheit ist das gar nicht. Ja, das waren also mehr. Sie fuhren nach Ottawa und haben dort protestiert. Und auf einmal berichteten die Medien 1000 Trucks und nicht mehr einige wenige und ganz, ganz viele Menschen. Und diese ganzen Demonstrationen breiteten sich aus, denn der kanadische Premierminister Trudeau ging her und anstatt mit diesen Leuten zu reden, hat er lieber über sie geredet. Er hat sie in die rechte Ecke gestellt. Ähnlichkeiten zu Deutschland wären rein zufällig, nicht wahr? Er hat aus ihnen Extremisten gemacht und Radikale. Ähnlichkeiten zu Deutschland wären rein zufällig, nicht wahr? Er hat ihn gedroht. Ähnlichkeiten zu Deutschland wären rein zufällig, nicht wahr? Aber es ging weiter. Die Proteste griffen um sich in Kanada. Es wurden immer mehr. Sie blockierten dann auch die Grenzübergänge zu den USA. Alles bisher friedlich. Ohne Gewalt. Friedlich-demokratisch. Nichtsdestotrotz ging Herr Trudeau her, nachdem er sich erstmal für eine Corona-Krankheit zurückgezogen hat und hat sie immer weiter bedroht. Und nachdem diese Freiheitsbewegung nun immer größer wurde, ist er gestern Abend hergegangen und hat etwas gemacht, was es historisch nur einmal vorher in Kanada gab, nämlich bei seinem Vater. Das war auch ein Herr Trudeau. Er hat Notstandsgesetze erlassen. Notstandsgesetze, die weitreichende Ermächtigung darstellen, dass Polizeidienste in Kanada nun vorgehen können gegen diese Demonstranten, die gegen die Impfpflicht für die Freiheit, für die körperliche Unversehrtheit in Kanada protestieren, demokratisch. Und natürlich hat er sie angewiesen, diese Demonstrationen jetzt aufzulösen und hat ihnen freie Hand gegeben. Das Militär hat er noch nicht involviert. Aber das wäre der nächste Schritt. Gleichzeitig ist man in Kanada hergegangen gestern Abend und hat Folgendes gemacht. Man ist hergegangen, diese Freiheitsbewegung, diese Protestanten wurden natürlich finanziell unterstützt durch Spendengelder vieler Menschen in Kanada, aus den USA, weltweit. Und in Kanada ist man jetzt gestern Abend gleichzeitig hergegangen mit Erlass der Notstandsgesetze und hat folgende Ansage gemacht. Jeder, der mehr als 25 kanadische Dollar gespendet hat an diese Demonstranten, an diese Trucker, der bekommt seine Konten gesperrt. Willkommen in der neuen Welt, liebe Leute.
Was hier in Kanada gerade passiert, in einem demokratisch-liberalen Staat, von einem Regierungschef, ist das noch Demokratie? Ist das liberal? Und was glaubt ihr? Ist es möglich, dass man woanders, möglicherweise hier in Deutschland, auch bereit ist, in einem demokratisch-liberalen Land, wie es unser Deutschland ist, so etwas zu machen? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Aber eines ist klar, was da in Kanada gerade passiert, das sollte uns allen zu denken geben und auch eine Warnung sein. In diesen demokratisch-liberalen Ländern.